im Wind. Ich hörte es, mein Vibe hörte es. Es geht. Ich bleibe keine Sekunde länger hier. Was haben die für ein Problem? Klopf, klopf. Okay, also dann klettern wir mal den komischen Leuchtturm nochmal hoch. Oder nee, wir klettern den mal nicht hoch. Wir gucken mal, was es hier noch sonst geben könnte. Haben gesagt, beim Leuchtturm spukt. Ich höre nichts. Niemand redet, keine Stimmen, keine Sachen, die sich irgendwie von selbst von A nach B bewegen. Das Einzige, was ich gucken könnte, ist oben mal ein bisschen das Licht. Ja gut, kletter mir halt doch nach oben. Ja gut, da ist was. Kann man sogar doch noch irgendwelche kleinen, naja, Sachen angucken. Was? Wer bist du? Alter, ich dachte, das wäre der Tod. Das ist genial gemacht, ey. Alter. Das ist... Ah, Abenteurer-Datenbank. Das bedeutet das ADB. Abenteurer-Datenbank. Ah, so. Ja, jetzt kann... Ah, ich hab das schon mal synchronisiert, Mann. Hab ich schon mal gemacht. Wo ist mein Adler? Ich habe jetzt zwar die Augen zugemacht und dann mir so ein bisschen abgewinkt, aber... Das ist kein Grund, hier keinen Adler stehen zu haben. Na gut. So, was haben wir hier noch? Nochmal Abenteurer. Gen Süden. Gehen wir mal fix dahin. Dürften ja theoretisch... Ah, da sind sie doch. Dürften auch relativ nah dran sein. Vor allem waren die vorher nicht hier, oder? Ich dachte schon, dass diese Gegend hier nicht so... krass ist. Okay, mit dem können wir nicht reden. Gimme a quest. Wir sind immer dieselben Abenteurer, hä? Ich habe ihn nie selbst gesehen. Doch ich hörte Geschichten von hier bis Kentucky. Ein deutscher Söldner, Hessen nennt man sie hier, kämpfte in der Schlacht, als eine Kanonenkugel ihm den Kopf abschlug. Sein ganzes Bataillon starb. Der kopflose Reiter. Geil. Doch dieser eine starb nicht. Seitdem wandelt er rastlos zu Pferde über das Schlachtfeld und sucht seinen Kopf. Jagt Unschuldige, wenn er sie sieht, um sich ihre Köpfe aufzusetzen. Nun trägt er einen Kürbis als Haupt, bis er findet, wonach er sucht. Wie gesagt, ich sah ihn nicht selbst, doch ich sah die Leichen, die er hinterlässt. Kopflos und so. Grotesk. Gott erbarme sich ihrer. Das hat das also mit dem Hessen auf sich. Ich wusste... Also es gibt ja Sleepy Hollow, nennt sich der Film. Und da geht's um auch den Hessen, um den kopflosen Reiter. Johnny Depp ist dann hier auf der Suche, also es spielt dann hier den Typen, der dann allgemein auf der Suche nach der Wahrheit ist. Das hat allgemein noch ein paar lustige Stellen, der ist super, der Film. Ja, wie gesagt, der Hesse. Und das Lustige ist, der nennt sich wirklich der Hesse, dieser kopflose Reiter. Und also scheint die Geschichte doch dagegen irgendwo verankert zu sein. Ist sehr interessant. Ah, ich mag sowas. So kleine Geschichten. Allgemein auch die ganze Göttermythologie und alles Mögliche. Das interessiert einen schon. Wie das allgemein so ein bisschen zustande gekommen ist und so ein klein wenig so ein bisschen. Das ist schon schön. Das hat ja alles irgendwie einen gewissen Grund. Ja, und wir kommen hoch. Die letzte Synchronisation. Bald. Während Regen. Und, Moment, wir müssen hier hoch. Und dann da lang. Hopp, dann komm ich rein. So, und drei. Okay, Moment, das geht nicht. Oh, mein Gott. Oh, gut, dann gehen wir halt hier hoch. Ich dachte mir, wann mal die andere Seite synchronisiert. Oh Gott. Hoffentlich kann ich hier runterspringen, ohne zu sterben. Ja, wir haben es gesehen. Aber der Adler ist nur so winzig geflogen. Das nervt mich schon ein wenig. Ach, zum Glück. Oh mein Gott. Hat da ein Mehl. Na gut. Taverne brauchen wir nicht. Wir brauchen das Postzeug im Südwesten. Zeit zum Post machen. Ah, das macht immer so Laune. Whee, eventuell mal springen. Okay, das Springen, das hindert meinen Lauffluss. Das ist sehr schade. Man kommt ja also nicht so fix von A nach B, wie man denkt. Oh, Karawan. Geil. Wird Zeit.
Stimmt, ich brauche eine andere Waffe. Kleinen Augenblick. Geh los. Ich habe 8 Pfeile. Geil, dass er jedes Mal trifft. Wow, geil. Hab ihn im Visier. Wow. Wie viele brauchen wir denn noch von denen? Okay, komm. Einer weniger. Ja, yeah, ich bin schneller als du. Ich bin schneller als du. Wow. Okay. Ja, du hast hier nichts im Visier, hast du. Nein! Oh Gott, nein. Normalerweise hätte ich das hier... Wow. Okay. Zeit, die erstmal auszunehmen. Nein, das brauche ich jetzt nicht. Ich brauche keine Waffe aufheben. Ich muss die erstmal... Ach egal, ich habe noch 2 Pfeile. Aber das sind 3 Leute. Das ist deswegen schon gemäß. Oh Gott, nee. Oh nein. Oh, scheiße. Die sind kleiner mal kontern. Oh Gott, Mann. Ich bin sowas von tot. Zum ersten Mal Hand-to-Hand-Fight. Wirklich. Okay, komm, mein Gutster. Oh, scheiße, Mann. Sag mal, willst du mich rollen? Okay, bevor der mir echt das Leben schwer macht. So, einer weniger. So, jetzt muss ich aber erstmal hier kurz die Waffe wegstecken hier. So, und jetzt erstmal hier... Hallo? Ich will die Körper nicht aufheben. Ich will die durchsuchen. Okay, das funktioniert anscheinend so nicht. Aber ich habe noch einen Pfeil, das ist gut. Das heißt, der letzte. Wird noch drauf gehen. Der Trommler, Junge, hier. Jetzt geht's plündern. Dankeschön. So, na dann. Wir haben ja 2 zum Durchsuchen. In Wagen Nummer 1 versteckt sich. 750? Wieder einmal? Ja, sonst noch irgendwas? Oh, geil. Wir haben ein Glück, dass es diesmal 2 sind. Ich habe den anderen gar nicht umgekillt hier. Die Sache werden wir gleich mal beenden. Moment. So. Eigentlich sollte hier niemand lebend wegkommen. Aber das ist jetzt so eine Sache. Jetzt mal ein bisschen plündern. Ich brauche nämlich meine Pfeile wieder. Meine schönen Pfeile. Hoffentlich komme ich dann wieder auf 8. Okay, jetzt bin ich immer bei 3. 4 und 5. Fehlen aber trotzdem noch 2. Aber schön, dass man die Pfeile wenigstens aus den Leuten rausziehen kann. Okay, Moment. Den können wir auch noch plündern. Ja, 6, 7 und 8. Da komme ich auf alle meine Pfeile. Alle meine Pfeile stecken in den Gegnern. Alle meine Pfeile stecken im Gesicht. Alle meine Pfeile, alle meine Pfeile, alle meine Pfeile besitze ich jetzt nicht. So. Ja, großer Fehler, den am Leben zu lassen. Ey. Großer Fehler. Dass man der Sache keinen Einhalt gebieten kann. Hey! Danke. Super. Oh, jetzt gibt's Kohle. Nachdem er 4 Postdinger gemacht hat, die ich wie weit voneinander entfernt waren. Gut, dann machen wir mal hier die Markierung. Aber wo ist meine Hauptquest? Das wundert mich jetzt schon ein klein wenig, wo die hin ist. Da muss ich mich echt mal so im Fort nähern. Egal. Nähern, so. Ja, Waschbär und noch einer. Na gut. Oh, Truthahn! Zeit für Chicken Wings. Moment mal, hier ist was. Hinweis! Ein Waschbär in Lexington. Schön, dass wir das jetzt zum 1000. Mal gesehen haben. Ja, dann. Gehen wir mal noch ein bisschen weiter. Muss doch irgendwo noch, ja. Oh, 10.386. Wir haben 2000 Gold gut gemacht. Allgemein durch das Überfallen von dem ganzen Karawan. Was schon ein bisschen gemein ist, weil... Ich habe ja kein Problem mit den Leuten. Ich habe ein Problem mit deren Anführern. Und das ist ja meistens immer auf den Rücken der Leute ausgetragen. Das ist meistens nicht so schön. So, also dann, wo ist jetzt dieser... Wieso kann ich nicht hier durchgehen? Naja, gut.
Also diesen einen Schatz werden wir wahrscheinlich nie finden. Gehe ich mal stark davon aus. Überall blitzt das und blinkt und allgemein dieses Geräusch, das geht einen so derbe auf den Sack, dass es einfach echt ankotzt, dass man diesen Schatz nicht findet. Aber ich gehe echt davon aus, dass man irgendwo noch eine Schaufel oder sowas auftreiben kann, dass man dann ein bisschen was verbuddeln kann, unseren Spaß. Na gut, so, Yachtgesellschaft, das ist jetzt hier das nächste, was wir machen. Wo ist es denn? Da. Und dann hätten wir allgemein noch dieses Abenteurer-Ding weiter im Süden. Das müssen wir dann auch noch machen. Aber jetzt laufen wir erstmal querfeld ein. Über das Feld. Da rein. Yeah! Und rennt 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 und eine Kuh. Und rennt und rennt und rennt und rennt und rennt und rennt. Und kein Tier in Sicht. Nicht mehr zumindest. War schon wieder so ein genialen Move hier, um über den Zaun zu kommen. Was macht er jetzt? Ja, okay, Gott, er hat sich halt drüber geklettert. Betreten des Jagdreviers Concord. Was sich die Namen ausgedacht hat. Okay, Hinweis! Okay, jetzt kann man nur raten. Wapitis, theoretisch gibt es ja keine Hirsche, ne? Ach, Hasen. Da kommt doch kein Schwein drauf. Ach, Mann, ich war zu langsam. Ich darf allgemein die rechte Maustaste nicht aufhören zu drücken, nachdem ich das die ganze Zeit gemacht habe. Mist, mir fehlt noch eine Luchsklaue. Oder? Nee, eigentlich kann ich sie. Egal, wir haben noch genug von diesen Dingern. Wir können jetzt mal ein bisschen was abgeben hier. Okay, na gut, dann gehen wir halt wieder. Hui! Hoppala! Ja, mein Freund. Lass Mission starten. Du dich eine Herausforderung? Immer. Es gibt einen Luchs in der Gegend, wild wie nur irgendwas. Kann gar nicht zählen, wie viele ihm schon ans Fell wollten. Es ist fast perfekt. Das ist ein Vermögen wert, ganz zu schweigen von dem Ruhm, den es dir einbrächte. Ist mein Ernst. Es lohnt sich. Okay. Ha. Huh. Jetzt nur die Frage, wo kann ich diese komische Jagdquest da mal abgeben? Hier, wo ist denn immer? Ist das Logbuch? Ja, Jagdgesellschaft. Die Spur des Luchses finden. Was ist das? Ach, das sind Herausforderungen. Dann sei okay. Oder? Nee, ist eine normale. Luchsandenken. Ach, das ist eine Belohnung. Na gut, das brauche ich jetzt nicht. Sonst noch irgendwas? Nö. Wie viele Federn haben wir anscheinend? Relativ viele. Aber so viele sind es auch noch nicht. Inventar. 13 Bärenklauen. Die Kralle eines Bären. Treuswood-Gegenstände. Okay. Ja, wir brauchen wirklich mal hier was für Treuswood. Das Problem ist halt, ich kann hier nicht mit allen reden. Beziehungsweise war das auch eine Quest von dem hier. Kann ich denn mal hier nur irgendwo was abgeben oder so? Weil ich will schon nicht, dass ich aus Versehen diese Bärenkrallen dann irgendwie... Naja... nicht an Mann gebracht haben könnte. Ist schon scheiße. Okay, dann muss ich jetzt nochmal diese Quest suchen hier. Nur Mission? Ne, das brauche ich jetzt nicht. Geschäfte? Ne. Alle Symbole. Gut, gehen wir wieder zurück. Das war's nicht. Logbuch. Jagdgesellschaft. Gibt's hier allgemein kein Treuswood-Dingens oder so? Wahrscheinlich nicht. Abenteurer, Furz, Sammelbares. Lieferaufträge, Treuswood. Ah, oh, zwei Puma-Fänge, wollen die mich rollen? Na gut. Was haben wir hier? Geweihe, Fänge, Krallen und nochmal Krallen. Na gut, egal. Wenn wir diese Quest irgendwann mal beendet haben, dann werde ich dann meine ganzen Inventarsachen verkaufen. Dann ist klar. Aber bis dahin warten wir mal noch ein bisschen. Ich brauche nicht mehr unbedingt einen scheiß Puma. Das kann nicht sein. Die ganze Zeit mache ich mir hier eine Mühe, sammle mir die Dinger. Schön wäre, wenn man die da rein noch abgeben könnte und nicht sammel das und 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 das. Und du kannst erst abgeben, wenn du wirklich alles hast. Das ist der Deal. Solange dir ein einziges Item aus diesen ganzen Dingern fehlt, bist du am Arsch. Was ist denn das hier? Ist das schon der Lux? Nee, oder? Geil! Ich hab kopflos Reiter gefunden.
Bitte lassen echt sein. Bitte lassen echt sein. Was? Hier, die sind kopflos. Wieso ist da ein Sack auf deren Schultern? Wenn dann richtig, ja? Ach komm schon. Hey, ist doch nur ein grundkopfloser Reiter. Wollt ihr mich rollen? Ja, nö. Muss ich jetzt allgemein dem Leichenberg folgen, oder was? Also, da ging's los. Da ist auch noch einer. Ja. Nicht den Kopf verlieren. Ja, also traurig. Ist doch irgendwo hier hochgerannt, oder? Bestimmt hier irgendwo in dem Feld. Könnte im Feld sein. Oh. Aber wahrscheinlich doch eher nicht, ne? Nee. Vor allem gucke ich auf die Minikarte und sehe überhaupt nichts. Keine Konturen, kein... Jetzt wieder. Okay, wo finde ich diesen kopflosen Reiter? Das ist ja theoretisch dann nicht im Logbuch, sondern im... Nee, auch nicht im Inventar. Doch, Logbuch dann. So. Ja, liefer. Sammelbares. Sammelbares brauchen wir nicht. Furz, die Abenteurer. Herausforderungen. Nee, das brauche ich nicht. 5 Eingänge zum Unterirdischen. Ja, okay. Brauche ich auch noch. Wieso habe ich denn keine Eingänge gefunden? Ich habe doch schon mega viele gefunden. Naja. 100 Meter über Bäume laufen und das Blätterdach entdecken. Was um alles in der Welt ist das Blätterdach? Den Standort aller Furze entdecken. Okay, wir haben 2. Das ist natürlich... Okay. Wir haben 2 Furz. Näher ans Furt herankommen. Müssen wir natürlich auch noch machen. Jagdgesellschaft. Nur dieser kleine Keim hier. Na gut. Jetzt habe ich nicht auf die Karte geguckt. Okay. Ja, nu. Allgemein meine Hauptquest. Was muss ich denn dafür allgemein jetzt machen? Das kann ja nicht meine Hauptquest sein. Missionen. Sind meine Hauptquest nicht? Blöd. Schon irgendwie gemein jetzt gerade. Logbuch. Nö. Inventar. Sehr viel. Wird irgendwann mal verkauft. Naja. Ja. Wir machen jetzt erstmal... Oh, da ist was. Ah, Schiff! Wollen wir es entern? Na, es sind Treu... Treuswood ist ein Riesengebiet. Respekt. Und ich höre Vogelfedern. Nicht ohne Grund habe ich die hier vernommen. Jetzt muss ich nur irgendwie erstmal hier hochkommen. Gut, also dann. Wir müssen irgendwie auf die... Oh Gott, nein. Wie komme ich jetzt da hoch? Eine Möglichkeit wäre, mich an den... Ich muss nicht wirklich die Flügel hoch, oder? Ich muss die Flügel hoch! Wie geil ist das denn? Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Na komm! Oh, scheiße. Bin zu langsam. Okay, ich muss jetzt mal wieder hier runter. Immer schön, wenn es geht, hier in der Mitte bleiben. Wie komme ich mal auf die andere Seite hier? Das kotzt mich schon ein bisschen an jetzt. Jetzt, nein. Wow. Oh, scheiße. Oh Gott, nee. Hängen. Das ist doch mal eine gute Idee. Wir hängen uns einfach. Okay, wie komme ich jetzt? Ja. Die Sache wird doch schwieriger als gedacht. Oh, oh. Gut, wie komme ich jetzt dann noch? Ich müsste hier relativ zentral, beziehungsweise allgemein ja hier hochgehen. Wir kämpfen jetzt wieder mal mit Windmühlen. Was siehst du wieder mal zum ersten Mal? Aber das ist geil, dass man Windmühlen hochklettern kann. Das ist der Hammer. Das ist eins der coolsten neuen Features hier überhaupt. Wirklich. Ja komm, geh hoch. Ah, jetzt geht's natürlich. Nein! Oh! Mein Gott, geh doch mal bitte nicht so in einem Schwung hier nach oben. Mein Gott, du machst mir Herzinfarkt, mein Junge. Na okay, der Haufen war zu weit weg. Da hätten wir nie im Leben hingekonnt. So, haben wir auf alle Fälle noch mal ein paar von denen. Ist das ein Arzt? Nee, Gott.
Ja, also dann, wir machen jetzt erstmal Pause und danach geht's zu den Forts. Also dann, bis dann und ciao, ciao.